Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf mich, wie Miranda gerade so schön gesagt hat. Aber ich habe vorher noch eine Kleinigkeit, die ich kurz besprechen will. Jetzt, wo das ganze Adrenalin abgeklungen ist, sind wir nicht mehr in ständiger Lebensgefahr, sind durch die irregeführten Mechs oder was das auch immer war. Und wir tatsächlich einmal in Sicherheit sind mit Jakob und Miranda oder mit Jacob und Miranda. Und zwar geht's um die Kontrolle. Shepard war ja immer irgendwie der, der Kontrolle ausübt. Er war der Commander, er war der Spectre, er war der, der bestimmt, wo wir hinfliegen, was wir machen, wer stirbt, wer lebt. Ah, schön. Mach dich locker, ja? Mach dich locker. Denn das wurde ihm genommen. Für ihn war er gestern noch auf der Normandy mit all seinen Crewmitgliedern und konnte machen, was er wollte. Hatte eine Mission, hatte eine Berufung, hatte eine riesige Bedrohung, die er ausschalten musste. Jetzt ist es 2 Jahre später und er hatte keinerlei Kontrolle in all dieser Zeit. Jetzt wurde sein Leben kontrolliert von denen hier, von Miranda und vor allem von dem Unbekannten. Der hat die ganze Kontrolle ausgeübt und die Galaxie hat sich weiter bewegt. Ohne Shepard. Selbst Ashley führt jetzt ein Leben ohne Shepard. Und wer weiß, an welchem Ort die gerade ist. Und das frisst Shepard an. Also was er jetzt machen muss, ist, er muss Kontrolle zurückkriegen. Er will. Er hat keine Wahl. Und wir sind gleich fertig mit meinem Monolog. Jetzt will ich nur sagen, warum der Unbekannte mir das auch geben wird, was ich will. Denn wenn jetzt Shepard zurückkommt und er ist nur die Marionette des Unbekannten, was ja die große Gefahr ist, was Shepard vielleicht ja auch ist, dann wird ihn keiner akzeptieren, weil es gibt keine gute Erklärung nach 2 Jahren, warum Shepard zurückkommen sollte, ohne dass das mit Cerberus hier rauskommt. Und dann nutzt Shepard dem Unbekannten ja nichts. Wenn die Allianz, wenn der Rat dem Shepard nicht trauen, dann nutzt es dem Unbekannten nichts. Er hat ja offensichtlich irgendein Ziel, was Shepard nur erfüllen kann. Und Shepard muss sich jetzt eigentlich vom Unbekannten distanzieren, um diese Kontrolle zurückzubekommen, um auf eigenen Beinen zu stehen, um zu sagen, ich bin keine Marionette, in meinem Kopf ist alles in Ordnung. Ich hoffe auch, wenn wir die Kontrolle bekommen, die wir kriegen, und frei reisen können, können wir uns untersuchen lassen und genau das feststellen. Und wenn der Unbekannte uns das schon verwehrt, dann wissen wir, woran wir sind. Okay. Ich hoffe, das hat Sinn ergeben. Was ist hier das da? Ja, okay. Leertaste habe ich ja gelernt. Schauen wir da doch mal kurz rein. Informelles Aussehen. Ach, mein Crew-Outfit sozusagen. Mein zwischen dem Gemetzel. Oh, meine Gala-Uniform. Kann ich da? Irgendwie? Sehr grob motorisch die Steuerung hier. Ja. Oh, Dr. Evil-Anzug. Ja, ich glaube nicht, dass ich die Village People gründen will. Bleiben wir doch mal bei diesem lässigen, coolen Teil. So, Helm? Aha, okay, kein Helm. N7-Helm, Totalhelm. Der Helm hat mir ja letztes Mal nicht so viel geholfen. Oh, Cerberus-Sturmpanzer. Ich glaube, ich sollte... Was ist das denn? Und das ist die Blood Dragon Panzerung. Ich glaube, ich sollte tatsächlich mit dem Unbekannten reden, bevor ich hier mich im Spiel verliere. Modeschöpfer. Ach, wie schön. Jetzt brauche ich nur noch langes weißes Haar und dann kann ich mich Karl Lagerfeld nennen. So, warte mal, die Tür. Okay. Karte? Ne, Karte gibt's hier nicht anscheinend. Hinter welcher Tür? Miranda. Hinter der da. Ich guck mir die Tür mal an. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Ja, okay. Da war ich wohl doch auf dem richtigen Weg hier hinten. Ich kann eigentlich kaum glauben, dass der Unbekannte mich wirklich hier... Dass der wirklich hier ist. Ja, das sieht mir wie eine Holokammer aus. Der ist nicht hier. Weiterer Kontrollverlust für meinen Shepard. Und jetzt sind wir da, wo am Anfang... Genau, da sind wir jetzt. Commander Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen.
Das ist aber wunderbar, weil dann kann es immer noch sein, dass es den Unbekannten eigentlich gar nicht gibt. Ja, ich nehme an, der kennt mich gut. Er hat 2 Jahre lang gehabt, alles über mich zu lesen und zu erfahren, was in der Galaxie da draußen ist. Was genau wissen Sie und ich denn? Dass unser Platz im Universum weniger sicher ist, als wir glauben möchten. Dass ein Mann, ein ganz besonderer Mann, womöglich alles ist, was zwischen der Menschheit und der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz steht. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Wie gesagt, jedes kleinste bisschen kindlichen oder kindischen Trotz werde ich wahrnehmen. Das sieht man ja schon an seiner Haltung. Das finde ich super, dass Shepard hier überhaupt nicht kooperiert, von der Körpersprache her. Sie müssen sich das Recht auf solche Fragen erst verdienen. Cerberus ist nicht so böse, wie Sie glauben. Sie und ich, wir stehen auf derselben Seite. Nur unsere Methoden unterscheiden sich. Kommen Sie zum Punkt. Was machen die Reaper, dass Sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Erzähl mir mehr über... Oh, sehr wunderschön. Wunderschön. Das ist eigentlich alles, was ich wissen will. Warum ich wäre natürlich nie... Ja. Fangen wir damit an. Für die Kosten meiner Wiederherstellung hätten sie eine ganze Armee ausbilden können. Sie sind einzigartig. Nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen, sondern wegen dem, wofür sie stehen. Sie sind in einem entscheidenden Augenblick für die Menschheit eingetreten. Sie sind mehr als ein Soldat. Sie sind ein Symbol. Ich weiß zwar nicht, ob Reaper Angst haben können, aber sie haben einen von ihnen getötet. Davor müssten sie Respekt haben. Okay. Das mit dem Symbol verstehe ich. Vollkommen, ja. Ist wichtig, die Helden dabei zu haben, auch wenn sie tot aufs Pferd gebunden werden. Ist wichtig, dass man sie sieht. Wichtig, dass sie dabei sind für die Moral und all das. Von daher passt das. Ein Krieg passt gar nicht zu Cerberus. Warum beschäftigen Sie sich mit der Sache? Unsere Aufgabe ist die Weiterentwicklung und die Erhaltung der Menschheit. Wenn die Reaper uns zu Zielen erklären und auslöschen wollen, wird Cerberus sie aufhalten. Wenn wir darauf warten, bis die Politik oder die Allianz handelt, sind keine Kolonien der Menschen mehr übrig. Okay. Okay. Also, was hat er gesagt? Unsere Aufgabe ist die Weiterentwicklung und den Schutz der Menschheit. Ihr seid noble Dämonen. Da gibt's nur ein Problem mit. Ich glaub nicht an solche Kreaturen. Und wenn's nicht die Politik und die Allianz ist, die euch die Macht gibt, das hier zu tun, dann seid ihr anscheinend ein Finanzinteresse, oder? Wie läuft das? Ihr seid eine Firma? Die Sovereign wollte das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen. Warum sollten es die Reaper auf ein paar Kolonien der Menschen abgesehen haben? Hunderttausende Kolonisten sind verschwunden. Ich finde, das kann man schon als Auslöschen bezeichnen. Niemand achtet darauf, weil die Angriffe scheinbar zufällig und in abgelegenen Gegenden stattfinden. Ich weiß nicht, warum plötzlich die Menschheit ihr Ziel ist. Vielleicht haben sie ihre Aufmerksamkeit erregt, als sie einen von ihnen getötet haben. Wie kriegen die überhaupt, wer macht das, genau? Wer ist der Agent, der das macht? Und wie kriegt er seine Befehle? Und wo liegt die Motivation? Weil die Reaper sind, soweit ich das verstanden habe, alle noch außerhalb der Galaxie irgendwo im Leerraum, wenn ich das richtig verstanden habe, und haben eigentlich auf dieses Massenportal gewartet, was nie aktiviert wurde, um hierher zu kommen. Also die müssen irgendwie hier doch Agenten noch haben. Was haben wir noch nicht gefragt? Die beiden haben sich vertauscht hier. Wie fies. Wenn es sich um eine Bedrohung der Menschheit handelt, müssen sie die Allianz mobilisieren. Sie haben beim Kampf gegen die Sovereign empfindliche Verluste erlitten. Der Wiederaufbau ist noch im Gang. Es fehlt ihnen an Ressourcen, um die Bedrohung durch die Reaper zu verifizieren. Es ist leichter, Söldnern und Piraten für die Entführungen die Schuld zu geben. Und praktischer. Also ich kann nicht glauben, dass die Allianz ignoriert, wenn da ganze Kolonien ausgelöscht werden.
Das passt überhaupt nicht zusammen mit dem ersten Spiel. Da waren die doch immer voll auf der... Die kannten nur eine Seite, die Seite der Menschen. Und wir klären das alles auf. Wenn Sie hinter den Reapern her sind, zeigen Sie mir einfach die richtige Richtung. Miranda war der Ansicht, dass Sie sich weigern würden. Und sie hat selten Unrecht. Ja, da war gar keine Option. Ich bin bereit, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden sie briefen. Tja. Habe ich eine Wahl? Ist eine sehr gute Frage. Shepard hat keine Waffe, er hat zwar noch seine Rüstung, aber ist jetzt wieder auf einem Cerberus-Stützpunkt. Und ganz so gut ist er dann doch nicht im Zweikampf, dass er die alle umbringen kann. Nee, darum geht's nicht, Shepard, um Vertrauen. Es geht darum, dass du denen entkommst. Ja, doch, würde ich schon sagen. Wir nehmen die Mission an, wir gehen irgendwo hin und wir verschwinden und rufen die Allianz an. Guter Plan. Bin ich freiwillig hier oder habe ich mich bereits freiwillig gemeldet? Sie haben immer eine Wahl, Shepard. Wenn Sie die Beweise nicht finden, nach denen wir beide suchen, können wir uns wieder trennen. Aber fliegen Sie erst nach Freedom's Progress. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Ha, jetzt hat er mich ausgelockt. Ich konnte nicht mal Tschüss sagen. Kehren Sie in den aktiven Rang zurück. Okay, Gelehrter. Und Erfahrungspunkte. Das ist eine ganze Menge Zeugs, was da passiert. Also ich muss jetzt anscheinend mit Jacob reden und mit Miranda. Und zuerst werde ich mein Levelchen machen. Warp war mein Angriffspunkt, oder? Aber ich wollte eigentlich in Richtung Ziehen weitergehen. Aber bei so wenigen Skills gibt es da bestimmt viele Möglichkeiten. Ja, ihre biotische Kraft wirkt schneller und intensiver. Das ist eine tolle Beschreibung. Okay. Außerdem werden meine Abtrünnigkeits- und Vorbildspunkte erhöht. Das könnte nützlich sein. Gibt es hier da wieder Überzeugung? Naja. Okay, dann gehe ich doch erstmal auf Warp. Und das war's. Mehr haben wir ja nicht. Warte mal, Inventar gibt's wirklich nicht mehr. Richtig, Inventar gibt's hier gar nicht. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.